Wenn ein paar Kumpels hier, speziell hier jetzt, auch mal dann sagen, ja, können wir doch da hingehen. Das hatte ich letztens erst, da war ich auf einer Party. Und dann habe ich zu einer Freundin gesagt, geh erstmal reingucken, so wie die Verhältnisse sind. Hat sie gesagt, ja, in dem einen Raum, da ist sind Stroboskoplichter. Aber die hat da mit dem DJ gesprochen und die hat die dann ausgemacht. Oh, das ist aber auch sehr, sehr cool. Die kannte den gut und Ja. dann die extra ausgemacht, dann nur, damit ich reinkommen konnte. Einen wunderschönen guten Abend, dir lieber Jan. Schön, dass du heute bei uns bist. Guten Abend. Wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Das ist schön. Fühlst du dich fresh und bereit dazu, heute mit uns diesen Talk zu führen? Relativ, ja. Sehr gut. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz vorstellen. Vielleicht kennen dich die einen oder die anderen aus dem Chat auch. Aber vielleicht kenne ich die anderen auch noch nicht. Ganz kurz einmal vorstellen, wer du bist, was du machst, einfach was du über dich erzählen möchtest, ganz allgemein. Hallo, ich bin Jan, ich bin 34, habe Epilepsie seit 15 Jahren und ja, das war es eigentlich schon. Okay. Also auf jeden Fall erstmal mega schön, dass du heute hier bist. Ich schaue gerade, dass ich noch mal ein bisschen dich ein bisschen lauter kriege, damit die Leute dich auch gut hören können. So. So, jetzt sollte das soweit klappen. Ja, du hast Epilepsie seit 15 Jahren. Das bedeutet im Prinzip schon mal ganz am Anfang, dass Epilepsie nichts ist, was direkt von Geburt an bei dir festgestellt wurde, richtig? Bei mir war das nicht so, aber da auch Leute, bei denen ist es seit Geburt an. Bei denen kann das auch wieder weggehen, aber bei mir war es halt nicht der Fall. Okay, wie hat sich das bemerkbar gemacht, dass du Epilepsie hast? Hattest du einen Anfall, einen epileptischen Anfall oder wie darf man sich das vorstellen? Wie wurde das festgestellt? Ich war damals war ich mit meiner Mutter war ich einkaufen. Bin dann auf dem Supermarkt aus dem Auto ausgestiegen und dann ging halt das Licht aus. Okay, krass. Halt dann Bewusstlosigkeit und dann im Nachhinein habe ich dann berichtet, wurde mir dann berichtet, wie das dann ausgesehen hat und wie sich das angehört hat. War nicht schön. Und was bedeutet das? Wie war es von außen? Ich habe halt Bewusstsein verloren, dann auch nach vorne übergekippt. Das heißt, die beiden Schneidezähne waren dann erstmal weg. Scheiße. Und dann ja, habe ich ja überall gekrampft am ganzen Körper. Und meine Mutter hat mir das so erzählt, das hört sich vom Geräusche, die ich ja mache, das hört sich an, als würde ich ersticken. Okay, krass. Und das war so der erste Vorfall, den es im Zusammenhang mit Epilepsie bei dir gab? Genau, das war der erste Anfall. Und dann war ich auch erst mal 4 bis 5 Minuten war ich ja komplett weg. Bin ich dann aufgewacht und dann waren alle um mich rum. Die Mutter war dann inzwischen auch da, die auch geweint wie ein sonst was. Und dann bin ich erst mal zum Notfallzahnarzt. Die paar Dinger, die ich da noch hatte, die mussten dann abgeschliffen werden. In Verletzungsgefahr, weil falls der nächste Anfall kommt. Krass. Dann ging es ab in das Krankenhaus und dann war ich da auch erstmal 1,5 Wochen, weil die dann alles Mögliche dann versucht haben. Ja. Der Langzeit-EKG und EEG, also Gehirnströmmessern, sie dann gemacht ein paar Mal, aber bei mir haben sie bis heute nicht rausgefunden, wo dann oder welche wo die Auslöser sind. Okay. Wie darf man sich Epilepsie vorstellen? Was kommt, also was passiert im Körper bei Epilepsie? Also bei mir ist es so, dass ein paar Anfällen, von denen ich noch weiß, da habe ich das eine Mal war es eine Kaffeetasse, die habe ich in der Hand gehabt und dann einen Abflug gemacht. Dann wussten alle schon drumherum, jetzt geht's gleich los. Haben sie mich schnell auf den Boden gepackt
irgendwas unter den Kopf gelegt noch. Dann weiß ich auch schon nichts mehr. Okay, also das heißt, du wirst auch jedes Mal bewusstlos, wenn du einen epileptischen Anfall hast. Ja. Okay. Und wie darf man sich das vorstellen? Also so rein biologisch, ist das einfach ein Kurzschluss im Gehirn oder was passiert da? Also könnte man das sagen. Dann halt mal alle Sicherungen gehen einmal aus. Und dann halt immer halt Glückssache. Ja, wo der Anfall dann passiert. Bis jetzt hatte ich immer Glück. Ist auch der erste Anfall, aber sonst bin ich immer gut davon gekommen. Naru schreibt oder fragt, hast du auch schon mal akustische Auren, bevor du wegkippst? Ich habe da eher so einen komischen Geruch in der Nase. Bei Okay. ein paar Mal. Ist das, also ich frage das jetzt, weil ich mich mit dem Thema halt gar nicht auskenne, beziehungsweise nur bedingt auskenne. Ist das so, dass man vorher, bevor man so einen epileptischen Anfall hat, dass man irgendwie mit den, dass die Sinne irgendwas ja senden sozusagen, also wie bei dir schon mit dem Geruch. Ist das typisch dafür? Ja, eigentlich schon. Naro Die schreibt. meisten, die ich kenne, die haben solche Auren. Ist halt bei jedem unterschiedlich. Naro Bei mir schreibt, ist ich halt. höre dann Sirenen. Das klingt, also ist, das ist sehr gruselig, glaube ich. Das kann auch vorkommen. Krass. Icy schreibt, ich sehe Muster. Okay. Hat das einen gewissen Trigger, also dass irgendwas Bestimmtes passiert und daraufhin kann es passieren, dass du einen epileptischen Anfall bekommst? Das war ja das, was wir im Krankenhaus untersucht haben. Wir haben auch verschiedene Tests dann gemacht, also hier mit Flackerlicht und einem haben sie sogar Schlafentzug gemacht, aber Oh, scheiße. das war es auch nicht. Okay. So. Und mittlerweile hab ich mich dann selber so aufgeeinigt mit mir selber. Ich gucke dann alles, was die meisten Auslöser sind und auf die verzichte ich dann komplett. Also das heißt, jedes Mal, wenn du einen epileptischen Anfall hattest, dann hast du geschaut, was vorher passiert ist und das meidest du. Genau. Was Und ist da? auch generell die häufigsten Auslöser habe ich mir dann angeguckt und das vermeide ich dann halt. Die Disco-Besuche oder so, der übermäßigen Alkoholkonsum, Okay. Schlafentzug. Ich gucke immer, dass ich genug schlafe. Das hat ja jetzt 12 Jahre habe ich jetzt Ruhe. Okay. Krass. Bist du medikamentös eingestellt? Okay. Ja, war beim ersten Besuch im Krankenhaus, da haben sie gesagt, ja, kann sein, dass es nur einmal war. Deswegen kriegst du jetzt noch keine Medikamente. Wo ich dann morgens entlassen. Und so nachmittags war ich dann wieder da. Selben Tag. Dann habe ich dann gesagt, ja, wie sieht's aus mit Medikamenten? Dann habe ich hier gekriegt. Aber die erste Sorte, die war so heftig, dass ich glaube ich innerhalb von, weiß nicht, 6 Wochen habe ich 10 Kilo zugenommen. Boah, krass. Weil ich so Fressattacken hatte. Dann habe ich auch zu einem Neurologen gesagt, ich sage, das kann auch nicht sein. Haben Nee. wir die einen abgesetzt und dann haben wir gewechselt. Krass. Icy fragt noch, wird das immer noch so getestet? Also bei tonisch-klonischer Epilepsie hört sich total unmenschlich an. Mit dem Schlafentzug wahrscheinlich. Das klingt wirklich heftig. Durftest du dann einfach nicht pennen? Das war ja nicht komplett sicher. Das war, keine Ahnung. Sonst bin ich ja dann immer um 20 Uhr ins Bett ge gegangen, weil ich im Krankenhaus war. Und so war es dann halt, keine Ahnung, 3 Uhr oder was. Okay, krass. Wollte ich halt ein bisschen länger wach bleiben und dann haben sie nämlich nochmal an die Hirnströmmessung angemacht. Dann halt da mal nochmal geguckt, aber war halt nichts. Bei dir fragt, wie geht man denn mit sowas im Alltag um? Also Autofahren, kannst du das? Machst du das? Offiziell dürfte ich Auto fahren. Ich glaube, nach 1 oder 2 Jahren Anfallsfreiheit darfst du Führerschein machen oder darfst du auch wieder Auto fahren.
Machst du es denn? Ich habe beschlossen für mich selber, ich mache das lieber nicht. Mhm. Weil jetzt gerade bei meiner Sorte Epilepsie Mhm. habe ich ja nicht wirklich Kontrolle über das, was ich da mache. Ja, Ich okay. kann dann auch schon mal ein paar Leute mitnehmen und merke es dann selber nicht. Worst case wäre dann, ja, ich niete ein paar Leute um und dann lebe ich selber. Also, Damit dann leben, das ist dann echt eine andere Hausnummer. Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. so als Außenstehender denkt man ja häufig, dass Epilepsie sich immer im Liegen abspielt, ne? Also dass man irgendwie, wie du schon sagtest, dass man umfällt und dass man dann irgendwie auf dem Boden krampft. Du sagst jetzt, dass du auch mal Leute irgendwie mitnimmst. Kann das auch nicht im Liegen passieren? Also, dass du im Stehen oder im Laufen sogar einen Anfall bekommst? Anfall kann kommen, aber dann habe ich, so wie ich es mal mit erzählt bekommen habe, fahre ich dann eh Okay. ein paar Sekunden dann um. Okay. Und zwar Und hier zum Beispiel IC, die im Chat ist, hat so eine Art Epilepsie da einfach was stehen und dann guckt ihr einmal ins Leere, so wie er es Okay. erzählt hat. Das ist auch krass. Wusste ich auch nicht, dass es da so viele Unterschiede und unterschiedliche Arten von Epilepsie Also. gibt. Gibt es sehr viele. Okay. Rhabarber schreibt, was machst du denn beruflich? Also ich habe jetzt einen neuen Job angefangen vor 3 Monaten. Jetzt bin ich in einer großen Holzfirma, mache Fließbandarbeit. Das klappt bis jetzt ganz gut, aber halt 3 Schichten. Ne? Vorher habe ich dann, war ich 10 Jahre in der Firma, da habe ich nur eine Schicht gehabt. Da muss mein Körper sich jetzt auch erst dran gewöhnen. Ja, klar. Und wie geht deine Firma damit um? Also ich meine, dass es dazu kommen kann, dass du einen epileptischen Anfall auch während der Arbeit bekommst. Ist das ein Problem oder gehen die damit relativ cool um? Ich habe ja beim Vorstellungsgespräch habe ich direkt gesagt, erstmal habe ich abgewartet, wie es natürlich läuft. Dann habe ich gesagt, ja, so und so sieht's aus. Das ist ein Problem. Dann haben sie gesagt, nö. Ja, cool. Ich Perfekt. habe ja immer in der Schicht habe ich immer dieselben Leute und eben, ich dann am zweiten Tag habe ich ihn mal zur Seite genommen, habe denen das erzählt, was am besten wäre, was sie machen könnten und die Okay. wissen auf jeden Fall Bescheid. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf, was man am besten machen kann, wenn das passiert. Janonymous, vielen Dank für dein Follow. Paddy, bezüglich Medikamenten, das Thema reiße ich hier nicht an und auch sehr ungern. Ich möchte weder, dass hier im Stream eine Medikamentenempfehlung besprochen wird, noch können wir das in irgendeiner Weise. Daher, das ist so individuell, da können und möchte ich auch gar kein Thema draus machen. Staubi schreibt noch, ein Kollege mit Epilepsie konnte zum Beispiel beim Kartfahren nicht mitmachen, offenbar wegen der schnell wechselnden Eindrücke. Ich Okay. gerne. Sehr cool. Icy schreibt, sie bleibt einfach stehen. Es ist total spannend. Also jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, sondern das ist spannend für mich, dass Nee. ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Arten von Epilepsie einfach gibt. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Genau, Rhabarber schreibt auch, das ist super, wenn du beruflich damit kein Problem hast. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Okay. Nago schreibt noch, ich weiß aber, woher es kommt. Ach so, sorry, ihr sprecht da untereinander. Alles klar. Wie war das am Anfang für dich, dass du dann plötzlich Epilepsie bekommen hast? Also wusstest du vorher, was das bedeutet? Kanntest du dich damit aus? War das irgendwie ein Thema für dich? Nee, vorher gar nicht. Also, als ich im Krankenhaus war, ist halt erstmal die Welt zusammengebrochen. Ne? Kommen halt die Ärzte an und dann sagen sie, das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Und zu dem Zeitpunkt warst du ja auch, wenn ich das jetzt richtig habe, Anfang 20? Da war ich 19. 19. Das ist natürlich total hart. Also gerade so mit den Partys und so. Wie hast du dich Alles. damit gefühlt? Was war das für ein Gefühl? Ja, als der Anfall dann passiert ist, da war ich gerade ein halbes Jahr in Ausbildung. Das war dann CNC-Mechaniker. Ja, oder Dreher und Fräser. Das konnte ich halt auch nicht weitermachen.
Andrehende Maschinen oder so, wenn du dann, kann dann schon mal eine Hand weg sein. Ja, klar. Und Okay. halt Fahrradfahren ging dann erstmal nicht. Da ist eine Menge weggefallen, ne? Ja, es ist natürlich auch emotional dann und psychisch eine extreme Belastung. Man versucht irgendwie sein Leben aufzubauen, gerade Ausbildung, vielleicht irgendwie am Wochenende eine Party zu feiern und all das fällt dann einfach weg. Eben. AC schreibt, hoffe, das Krass. kommt jetzt nicht doof, aber hattest du mal einen Schwerbehindertenausweis bei der Schwere der Epilepsie? Nee, das habe ich mal versucht, aber das ist echt ein Akt für sich, da einen Behindertenausweis zu bekommen. Ne? Echt? Woran liegt das? Das ist eigentlich mehr wegen der Prozentzahl. Muss halt etliche Attests und so. Ich hab's mal am Anfang probiert, mit einem Neurologen zusammen. Aber das war. Krass. Eigentlich mal. Da habe ich zum Schluss auch gesagt, dann lassen wir das. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr verwerflich, weil gerade bei Epilepsie ist man ja auch darauf angewiesen, wenn ein Anfall kommt, dass Menschen um einen rum sind, die auch helfen können. Und man ist dann ja auch wirklich auf Hilfe angewiesen, dass man sich selbst jetzt nicht den Kopf anschlägt oder anhaut. Denke schon. Sehr, sehr heftig. Andyman fragt, wie hat sich das auf den Alltag und den Freundeskreis ausgewirkt, gerade mit dem Weggehen auf eine Musik, was trinken und so weiter. Also Freundeskreis, ne, der hat sich schlagartig reduziert. Echt? Die hatten halt alle Angst, ne? Okay. Ja, das haben sie mir genauso gesagt. Aber Angst davor, mit dir noch rauszugehen. okay. Ich habe denen dann erzählt, wie das aussieht und wie das dann passiert. Haben die dann wirklich gesagt, die haben Angst, mehr rauszugehen. Ja, dann Weil sie war Angst halt, die haben davor haben, dann dass du sie verletzt, oder? Angst davor, was passiert. Okay. Waren überfordert mit der ganzen Sache. Dann war halt irgendwann, dann war nur noch meine beste Freundin da. Scheiße. Das kommt natürlich dann auch noch mal zu dieser psychischen Belastung an sich dazu. Wie sieht das inzwischen aus? Hat sich dein Freundeskreis wieder etwas stabilisiert? Bist du wieder mehr in sozialen Kontakten eingebunden? Also ich war ja dann notgedrungen, war ich ein paar Jahre dann zu Hause. Halt auch arbeitsunfähig geschrieben. Und dann fing das ja mit Facebook gerade an und dann habe ich da ein paar Bekanntschaften gemacht. Irgendwann auch so eine Epilepsie-Gruppe gefunden. Da habe ich dann auch ein paar Bekanntschaften gemacht und dann habe ich halt auch irgendwann die Freunde gefunden, die ich jetzt habe. Ja, schön. Speziell jetzt hier an der Ostsee. Dass ich hier dann mal anfange. Ja, cool. Cyberworks schreibt, ich weiß nicht, ob das schon gefragt wurde, aber was kann man machen, wenn jemand den Anfall hat? Wie kann man helfen? Kommen wir gleich noch zu, Cyberworks, kommen wir gleich noch zu. Bei dir schreibt noch ein Zusatz zur Cyberworks-Frage, wie erkennt man überhaupt also wie unterscheidet man einen epileptischen Anfall von, sagen wir, einem Herzinfarkt oder whatever? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Was ist denn so ausschlaggebend für einen epileptischen Anfall? Was ist vielleicht sogar typisch dafür? Ja, typisch ist meistens halt in meinem Fall der Epilepsie, dann ist halt so, dass das Auffälligste was ist, dass du dann überall krampfst. Wie Hat dann fühlst auch noch doch Leute bei denen, die kriegen auch noch Schaum vom Mund. Okay. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall gewesen, bis jetzt. Das ist so das Häufigste. Wie fühlt sich das danach an? Hast du dann dadurch, dass diese ganzen Muskeln extrem verkrampfen, dann Muskelkater? Muskelkater des Todes. Das glaube ich. Kannst du, glaube ich, vergleichen mit, wenn du, keine Ahnung, Woche Workout durchmachst. Einen Tag. Ja. So 5 Stunden oder so.
So, teilweise kann ich 2, 3 Tage kann ich mich überhaupt nicht bewegen. Krass. Wie hast du dann, nachdem du so lange krankgeschrieben warst, auch wie hast du dann wieder zurückgefunden ins Leben? Wann, wo war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte jetzt mein Leben trotzdem leben? Es war im Mai 2009. Da stand gerade schon was im Chat wegen Alkohol. Da im Mai dann hatte ich dann von allem ein bisschen zu viel. Ich gedacht, ja, trinkst du mal wieder ein. Bist du mal auf alles, ja. Dann kam halt die Rechnung am paar Tage danach. Also wieder ein Anfall. Ja. Dann halt ein bisschen zu viel getrunken und dann ja und im Krankenhaus gekommen und dann war ich. Da konnte ich mich wirklich nur nach 3 Tagen erst bewegen. Dann kam halt die Arztvisite und dann haben sie gesagt, ja, sie hatten ganz schön Glück. Ich hatte nämlich Geschmeinwert 2,7 Promille. Scheiße. Ja, okay. Also verstärkt, weil ich ja auch die Medikamente genommen habe. Mit dem Alkohol dabei. Und dann hast du, das war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, ich lasse mich davon nicht mehr einschränken, so ich gehe jetzt Party machen, hast Party gemacht und alles ist komplett eskaliert. Wie ging es dann für dich weiter? Hast du dann gesagt, okay, ich will mein Leben zwar leben, aber verantwortungsbewusst? Dann, als ich wieder draußen war, habe ich gedacht, ja, so kann es nicht weitergehen. Da muss er ja jetzt irgendwie damit klarkommen. Wenn es dann halt alleine war, aber dann halt gesagt, ja, Alkohol ist dann halt nicht mehr. Muss halt irgendwie mit rumgehen. Party machen war dann halt nur noch in Kneipe oder so. Geht halt auch, aber wenn halt hier ein paar dann auf Konzerte gingen oder so, oder auch in Dortmund war dann hier so große Techno-Veranstaltung. Da wollte ich einen Kumpel mitnehmen, habe ich gedacht, nee, ist nicht. Kann ich vielleicht 4 Stunden da sein und dann kannst du schon RTW rufen. Okay. Wie ist das, wenn du das am Bildschirm guckst? Also wenn du jetzt Live-Wiederholungen guckst, ist das auch triggernd? Nee, das geht eigentlich. Okay. Da ist bis jetzt nichts passiert. Gibt es die Möglichkeit, einen Assistenzhund zu beantragen, der Anfälle vorher anzeigt? Fragt Däumelinchen. Das gibt es bestimmt, aber das ist halt auch bei denen der Fall, die teilweise, die haben dann so eine Arschkarte, dass sie teilweise mit dem Helm rumrennen müssen. Weil die Anfälle halt so auch unvorhersehbarer sind als bei mir. Solche Dinger gibt es halt auch. Ich wollte gerade sagen, und Nadji schreibt es auch gerade, ja, aber man muss den selber zahlen, den Hund, gerade wenn kein Schwerbehindertenausweis da ist und kein Schwerbehindertenausweis ausgestellt wird, dann ist es nochmal umso schwieriger, einen Assistenzhund zu beantragen. Das zahlen die keine Kassen. Krass. Wahnsinn. Gab es nicht mal spezielle Brillen, womit man dann in die Disco kann, fragt Vilrano gerade. Das ist jetzt nicht. Also habe ich auch nicht nachgeguckt, also. Naja, und So, auf der anderen so. Seite, selbst wenn du sie tragen würdest, wäre es ja auch ein, du müsstest es ja ausprobieren. Das heißt, du müsstest ja das Risiko eingehen, wieder einen Anfall zu bekommen. Ja, eben. So, das ist jetzt, ist mir die Disco dann noch nicht wert. Ja. Mal eben ausprobieren. In meiner alten Firma, da hatte ich auch so ein Erlebnis. Da haben sie mal so ein paar PR-Videos gemacht. Extra einen Fotografen und Kamerateam geholt. Dann hatten sie halt solche hellen Aufsteller, solche hellen Lichter. Hellen Spots. Habe ich zu meinem Chef gesagt, ja, bin ich raus, ne? Hat mein Arbeitskollege gesagt, kannst du noch mal ausprobieren. Ja, aber ob es das wert ist? Ja, da bin ich auch leicht an die Decke gegangen. Kann ich verstehen. Er hat einfach nicht nachgedacht und hat einfach Worte rausgeschmissen. Das halt. Also Akzeptanz ist auch da nicht unbedingt immer gegeben. Nee, nicht wirklich.
Woran glaubst du, liegt das? Also glaubst du, das liegt daran, dass die Leute einfach nicht wissen, was es bedeutet oder dass sie es nicht nachempfinden können? Ich würde sagen, eher Mischung von beiden. Hm. So, ich denke mal, bei Epilepsie wird noch weniger gesprochen als immer vor 10 Jahren über Depressionen. Hm. Was ja jetzt inzwischen auch Gott sei Dank ein bisschen besser geworden ist. Ja. Ja, halt auch ein paar Prominente damit richtig an die Öffentlichkeit gegangen sind. Das hat ja auch schon geholfen. Also, vielleicht passiert das ja mit Epilepsie auch mehr irgendwann. Wie ist denn das? Kann deine Epilepsie denn auch irgendwann mal weniger werden? Oder beziehungsweise einfach auch verschwinden? Also das glaube ich mittlerweile nicht. Mhm. Mir jetzt persönlich also. Und hast du ständig Angst, dass es passiert? Also sobald ich morgens das Haus verlasse, also die Angst ist immer im Hinterkopf. Hm. Auch wenn manchmal andere sagen, ja, kommst doch du gut damit klar. Ja, ihr könnt mir auch nicht in den Kopf reingucken. Ja. Aber da sieht es ganz anders aus. Hast du mehr Angst davor, dich selbst zu verletzen oder andere zu verletzen? Ja, andere zu verletzen, ja. Obwohl das ja jetzt reduziert ist, weil ich ja immer aufpasse. So Fahrradfahren tue ich jetzt zwar, aber halt auch nur mit Helm. Aber sonst passe ich halt immer auf. Wenn dann ein paar Kumpels hier, speziell hier jetzt, nochmal dann sagen, ja, können wir doch dahin hingehen. Das hatte ich letztens erst, da war ich auf einer Party. Und dann habe ich zu einer Freundin gesagt, geh erstmal reingucken, so wie die Verhältnisse sind. Hat sie gesagt, ja, in dem einen Raum, da sind Stroboskoplichter. Aber die hat da mit dem DJ gesprochen und die hat die dann ausgemacht. Oh, das ist aber auch sehr, sehr cool. Die kannte den gut und dann Ja. die extra ausgemacht, dann nur, damit ich reinkommen konnte. Alessandra-san stellt jetzt eigentlich die Frage, wo ich euch jetzt so ein bisschen nach hinten geschoben habe, aber ich stelle sie jetzt gerade, weil wir auch das Thema jetzt haben, beziehungsweise auch diese Akzeptanz einfach. Was kann man denn tun, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat? Wie kann man diesem, was, wie kann man ihm helfen? Jetzt in meiner Art der Epilepsie ist es so, dass eigentlich kann man nicht viel machen. Also jetzt wenn ich einen Anfall bekommen könnte und die anderen würden drumherum stehen, dann kann eigentlich nur Jacke auf dem Boden helfen oder Decke oder was gerade halt da ist. Dass man das halt unter den Kopf legt und dann es halt nur abwarten. Sollte man dann einen Rettungswagen rufen? Würde ich schon immer empfehlen, ja. Mhm. Wenn das schon ein paar Jahre ist, dann weiß er auch nicht, als Außenstehender hat er sich jetzt auf die Zunge gebissen, ist sie irgendwie verletzt oder ist Ja, irgendwas genau. anderes kaputt gegangen oder so. So, RTW ist schon mal angebracht. Okay. AC schreibt auch, Boden freiräumen, Kopf versuchen zu polstern, nicht festhalten, auf gar keinen Fall in Richtung Mund greifen und nach dem Anfall in eine stabile Seitenlage legen. Genau. Oh, das Um ist es. diese stabile Seitenlage dann um zu beruhigen. Ja, dass ich mich nicht verschlucke. Der Zunge. Okay. Nach so einem Anfall, dann holst du auch schon mal echt tiefer Luft und dann ist halt noch nicht ganz da und dann kann halt schon mal passieren, dass dann die Zunge halt ein bisschen weich ist. Deswegen stabile Seitenlage ist schon Okay. die Idee. Hamster fragt, macht es leichter, in ruhiger Stimme zu dir zu sprechen, dass du nicht alleine bist? Half bei meinem Kumpel ein wenig, schreibt er. Ja, halt, macht halt nur Sinn, wenn ich wieder da bin. Ne? Also wenn ich die Augen wieder offen habe, dann ist nicht verkehrt, wenn dann er sagt, ja, ist nicht so schlimm und RTW ist unterwegs und das hilft dann schon. Das beruhigt dann schon, wenn er weiß, bist nicht komplett alleine hier. Das hilft dann schon. Ja, bei dir schreibt auch gerade, RTW rufen ist generell nie falsch, egal was passiert. Im Worst Case fahren die umsonst, aber es sind dann immerhin Profis relativ schnell da, falls doch Schlimmeres ist, genau. Genau. Hm.
Bei ihm konnte man beobachten, wie er in den Anfall rutschte. Hast du das bei dir auch schon mal gesagt bekommen, dass man dir das ansieht, dass du gleich einen Anfall bekommst? Das hatte ich, glaube ich, zwei oder dreimal. Mhm. War ich zu Hause, da war meine Schwester auch da. Und die hat mir dann ja, am nächsten Tag dann erzählt, dass ich irgendwie in der Ecke gestarrt habe. Nicht für 5 Sekunden oder so, 5 bis 10 Sekunden. Dann hab ich die Augen verdreht und dann hat sie schon gesagt, ja, dann mach mal den Boden frei, jetzt geht's los. Und da war halt dann auch das erste Mal, dass meine Schwester das mitbekommen hat. Die hat das dann auch gehört. Dann war meine Mutter auch dabei und die hatte dann halt keine andere Möglichkeit und musste meiner Schwester dann eine schallern. Weil die so hektisch war und so. Ah, okay, Die weil fand sie das. Die ja. war nur am Schreien und nur am Weinen und dann hat sich gar nicht mehr beruhigt. Also. Also in Panik auch. Genau. Nach dem Motto, ja, der erstickt jetzt, der erstickt jetzt. Und dann alte. Krass. Also, du kriegst in dem Moment ja gar nichts mit, also auch nicht, was um dich rum passiert. Du bist komplett bewusstlos. Kann es denn passieren, dass du wirklich keine Luft mehr bekommst? Oder hört es sich im Prinzip nur so an? Hört sich eigentlich nur so an bei mir. Okay, also du atmest trotzdem. Okay. Wie ist das für dich, wenn du aufwachst? Wie fühlt sich das an? Also der erste war halt wie ein Albtraum, ne? Ist halt wach und dann war halt der Sanitäter schon da und der fragt mich dann, ja, welches Tag haben wir heute? Tja, keine Ahnung. Datum auch nicht. Keine Chance. Die ersten Fragen konnte ich dann nach 10 Minuten beantworten. Konnte jetzt sagen, wo ich bin und welcher Tag heute ist. Und das kam dann so nach und nach dann wieder. Okay, krass. Also so ein komplettes, ja, Shutdown vom Körper einfach, vom Gehirn, vom Körper. Hast du dir schon mal was getan? Hast du dich schon mal verletzt dabei? Bis auf das eine Mal, der erste Anfall, der war ja das Schlimmste. Ich hatte die Schneidezähne waren dann weg und dann glaube ich Ellbogen hatte ich noch offen und Knie auch ein bisschen was. Scheiße. Ja. Aber sonst habe ich echt Schwein gehabt bis jetzt. Und seit 12 Jahren bist du jetzt anfallfrei, richtig? Genau. Okay. Musst du da regelmäßig irgendwelche Tests machen? Musst du irgendwie regelmäßig zum Arzt gehen, dass die Bescheid wissen, wie es um dich steht, oder? Ja, ich muss halt mal zum Neurologen. Ich halt sowieso, weil ich ja immer Tabletten brauche. Dann halt so nach einmal vierteljährlich, dann hat Gehirnströme gemessen und dann wird auch Blutbild gemacht. Okay. Ob mein Körper die Wirkstoffe von dem Medikament auch richtig annimmt. Sowas halt. Glaubst du denn, Also dass... Entschuldigung. ständige Untersuchung ist schon nicht schlecht. Wie oft bist du da? Also einmal im Jahr oder... Vierteljährlich dann. Vierteljährlich, Also okay. die Nachuntersuchung. Tabletten kriege ich immer so für 40, 50 Tage. Und dann halt rufe ich halt immer an und dann sehe ich schon Bescheid, was sie mir geben müssen und dann. Ja, aber es ist ja schon auf jeden Fall wichtig, dass man da so eine Routine hat, dass man Bescheid weiß, okay, das Medikament funktioniert noch, beziehungsweise der Körper nimmt es an. Würdest du denn sagen, dass du aufgrund der Medikamente jetzt 12 Jahre anfallfrei bist oder dass du einfach extrem aufpasst? Woran liegt das bei dir? Hast du da eine Idee? Ich denke schon, es ist eine Mischung aus beiden. Ich halt auch immer darauf achte, dass ich Medikamente relativ pünktlich nehme. Ich bin mit meinem Neurologen auch abgesprochen. Dann sagt er, wenn es mal eine Stunde später ist oder so, macht es auch nicht. Ich habe morgens und abends immer die Tabletten nehme und das meiste, wo ich darauf wirklich achte, ist der Schlaf. Ja. Dass ich davon genug habe, dass der Körper zur Ruhe kommt. Ist es denn schon Halt. so? Also ich meine, du musstest schon sehr, sehr früh dann dementsprechend Verantwortung für dich selbst und deinen Körper übernehmen. Ist das, ist die Epilepsie?
Epilepsie ein ständiger Begleiter, also den ganzen Tag über? Eigentlich schon mehr oder weniger. Was hast du dann gesagt? Also ich meine, viele Leute gehen mit 20 richtig saufen, die machen Party, die machen, keine Ahnung, die gehen auf Festivals. Was hast du gemacht? Was erfüllt dich denn in dieser Zeit? Was hast du für dich gefunden? Also ich habe halt relativ wenig gehabt, ne? Ich war halt immer zu Hause. Jetzt, glaube ich, 2 Jahre war ich arbeitsunfähig geschrieben. Halt nicht so gegeben. Aber hast du Anfang. irgendwas gefunden, was du an Hobbys oder so, die du dann stattdessen gemacht hast, wo andere feiern gegangen sind, hast du was anderes gemacht? Ich habe dann irgendwann nach 3 Jahren, nachdem das feststand, habe ich dann mal angefangen, ja, am Wochenende mal da zu spielen. Okay. Weil das Einzige, was halt ging. Ja. Ich halt damals mal mit meinem Onkel, der war damals oder ist halt immer noch 5 Jahre älter als ich. Mit dem bin ich dann halt immer los. Wusste auch Bescheid von dem Ganzen. Ja, cool. AC schreibt, Imagine, man ist arbeitsunfähig geschrieben und bekommt keinen Schwerbehindertenausweis. Ja, also ich sag mal so, das passiert tatsächlich häufiger, dass Menschen arbeitsunfähig geschrieben sind für eine lange Zeit auch und keinen Schwerbehindertenausweis bekommen. Was ich aber aus meiner Position einfach scheiße finde, ist, dass es für Epilepsie so schwer ist, einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich persönlich habe auch meine Merkzeichen in meinem Schwerbehindertenausweis, das H unter anderem, das steht dafür, dass man hilflos ist. Und in dieser Situation ist man hilflos. Ich kann es nicht verstehen, ich kann nicht nachvollziehen, dass da eine Grenze gesetzt wird. Ich konnte es auch nicht verstehen, aber Das macht überhaupt gar keinen Sinn. nicht wirklich. Ich glaube, ich locker kann ja, habe ich versucht. Hast Dann auch habe ich dann auch meine Urologen gewechselt und Ja. dann mal wieder neue Untersuchungen gemacht und die dann hingeschickt, aber Ja, also hat halt. absolut unverständlich. Absolut unverständlich. Hamster hatte vorhin noch gefragt, ob es weitere Substanzen gibt, die du nicht nehmen darfst, so wie Alkohol zum Beispiel, die eventuell triggern könnten. Was weiß ich, hast du mal Drogen konsumiert? Die Drogen gar nicht. Okay. Der Alkohol ist mittlerweile beschränkt. So 2, 3 Bier, das geht, aber halt die harten Sachen, sag ich mal, die wären jetzt nicht so gut. Ich ja damals ausprobiert habe, was Ja. dann halt nach hinten losging. Nadie schreibt, bei Epilepsien kann vom Versorgungsamt ein Grad der Behinderung GDB festgestellt werden. Er richtet sich nach der Schwere, Häufigkeit und tageszeitlicher Verteilung der Anfälle. Ab einem Grad der Behinderung von 50 gilt ein Mensch als schwerbehindert. Das ist richtig, das stimmt. Bezüglich der Epilepsie und des Versorgungsamtes ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Kann ich nicht mitsprechen, aber man kann es auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde da auch nichts unversucht lassen. Das Ding ist ja da bei mir jetzt speziell, ich ja jetzt so gut eingestellt bin, Ja. fällt das halt ja bei mir weg. Ja, also da finde ich halt Finanziell auch. diese Begründung, vor allen Dingen die Häufigkeit und tageszeitlicher Verteilung, das finde ich einfach, das ist eine total irrsinnig dumme, Entschuldigung, irrsinnig dumme, ja, wie sagt man, Kriterium ist es. Weil selbst wenn man eingestellt ist, so wie du, dann heißt es noch lange nicht, dass das weg ist. Eben. Also, ich bin Bluter, ich habe auch ein gewiss, also ich meine, ich habe so oder so schon 100% in meinem Schwerbehindertenausweis, aber als ich jünger war, habe ich aufgrund der Bluterkrankheit alleine schon einige Prozente gehabt, beziehungsweise einige Grade nach oben gesetzt bekommen. Und ich bin jetzt auch nicht ständig in Gefahr. Aber wenn es halt dazu kommt, dann ja, gehört das halt, dann musste das mit rein. Also das ist im Prinzip genau das Gleiche. Sehr, sehr schade. Weil jetzt halt von der Krankenkasse habe ich jetzt so einen Epilepsieausweis, den teile ich halt immer mit mir rum. Ja. Ich habe jetzt auch mittlerweile habe ich auch einen zweiten noch, extra für die Arbeit. Ich halt immer oben am Pulli oder was gerade auch mal da. Das halt jeder weiß. Ja. Ist halt großes Gelände, da kann ja auch schon mal sein, wenn ich dann
Da wie ich zum Umkleidungsraum bin, da fahren ja auch 12 Stunden, 12 Tonnenstapler rum. Wenn da mal was passiert, dann sollte auch jeder mal wissen, was jetzt los ist. Da trägst du das als irgendwie als Kärtchen bei dir oder wie darf man das sich vorstellen? Ja, ist halt so ein kleines Kärtchen, so Sparkassenkarte groß. Okay. Und das hast du dann vorne am Hemd dran oder an der Arbeitskleidung. Genau. Okay. Kletthamster schreibt, ja, weil du ja gesund bist, was für ein Bullshit. Ich darf auch keine Erhöhung beantragen, habe 50% und das ist unheilbar. Aussage, es könnte ja besser werden. Ich sitze Minimum 10 bis 12 Wochen jährlich in Kliniken. Das ist was, da finde ich auch geil. Kurze Story dazu. Als ich damals meinen Schwerbehindertenausweis bekommen hatte, musste ich jedes Jahr meinen Schwerbehindertenausweis neu beantragen, weil es könnte ja besser werden. Imagine das zu sagen bei einem Gendefekt. Ja, Bitte? Bitte? das hatte meine Mutter aber auch. Die hatte vor 6 Jahren wie heißt es? Da auch Schwächeanfälle, aber keine Epilepsie, sondern und da haben sie halt auch gedacht, ja, haben sie halt auch gesagt, ja, das hat jedes Jahr untersuchen, aber auch relativ schnell festgestellt, dass das Kleinhirn schrumpft. Das kann man halt nicht aufhalten, also Ja. das ist auch totaler Bullshit. Absoluter Quatsch. Also, sorry. Wie ist das denn bei Epilepsie? Ist das auch genetisch veranlagt? Es kann genetisch veranlagt sein, ja. Ist das bei dir Also, so? denke nicht. Okay, also das wurde nicht getestet. Ich habe eine Cousine, ein Gradus oder was weiß ich. Die hat auch Epilepsie oder hatte. Ist inzwischen nicht mehr. Okay. Die hatte halt nicht so viel Glück wie ich. Die hat so einen Anfall in der Dusche bekommen. Okay. War halt nichts mehr zu machen. Die ist auch nur 21 geworden. Oh, scheiße, okay. Kann denn Epilepsie an sich tödlich sein? Also davon mal abgesehen, dass man sich den Kopf bei einem Anfall anschlägt. Sonst eigentlich nicht. Das wäre mir jetzt neu, also. Chat, wir haben in 50 Sekunden Werbung. Also, falls du was trinken möchtest, Jan, kannst du das jetzt gleich gerne tun. Für die Leute, die hier Abo sind oder Sub sind, whatever, die haben natürlich keine Werbung. Ja, kann es, weil man die Zunge verschluckt. Ach so, Nadji schreibt, ja, kann es, weil man die Zunge eventuell verschluckt. Gut, also ich meine jetzt aber außerhalb also der Wirkung bei einem Anfall. Also jetzt, dass man sagt, okay, Epilepsie es kann so ein hart extremer Anfall werden, dass man, ja, dass das Gehirn nicht mehr hochfährt sozusagen nach diesem Shutdown. Das wäre jetzt der Hintergrund der Frage gewesen. Moment, Verano. Ach so. Wenn man im Status Epilepticus ist, kann das, glaube ich, sein, bin mir aber nicht sicher. Lese mal eben. Alles klar, AC. Vielleicht habt ihr Werbung, vielleicht nicht. Also, falls ihr was trinken wollt, tut es jetzt. Ich sage auch noch mal Prösterchen. Und wie ist es jetzt für dich? Also, ich frage einfach mal trotzdem weiter hier. Wie ist das jetzt für dich? Zu wissen, du hast Epilepsie, aber auch zu wissen, okay, seit 12 Jahren ist Ruhe. Du sagtest, es ist ein großer Teil deines Alltags, es ist ein großer Teil deines Lebens. Wie fühlst du dich damit? Fühlst du dich eingeschränkt dadurch oder sagst du, okay, ich mache einfach das Beste daraus? Kannst du das jetzt inzwischen akzeptieren, wie es ist? Also eigentlich lebe ich immer mit der Angst halt. Die richtig akzeptiert habe ich es halt immer noch nicht. Halt auch nicht, nie wie ich außer Familie. Halt immer dabei waren bei den Anfällen, hat mir halt sonst nicht nie wie einer geholfen. Also Ärzte im Krankenhaus, die haben halt gesagt, ja,
Hat Epilepsie, jetzt kommst, musst du damit klarkommen. Meinst du oder denkst du, das liegt daran, dass auch andere Menschen dir da so extreme Abneigung gegenüber gezeigt haben? Also zum Beispiel dein Freundeskreis oder dein, ja, Menschen, die sich aufgrund der Epilepsie dann einfach auch verlassen haben oder auch auf der Arbeit, die da einfach diese Akzeptanz gar nicht haben? Ja, es war halt nicht wirklich hilfreich, ne? Ich hab gedacht, ja, ist gar so durch dick und dünn und dann sagen sie, ja, ist nicht mehr, wir gehen nicht mehr mit dir raus. Weil wir Angst haben davor oder was. Wie ist war, das? War halt schon heftig. Wie ist das, wenn du jetzt, ich meine, AC ist ja auch Streamer, selber Streamerin, auch mit Epilepsie. Und in der Community haben auch vorhin super viele im Chat geschrieben, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, dass sie auch Epilepsie haben, dass sie jemanden kennen, der Epilepsie hat. Und trotzdem wird hier so viel Liebe verteilt. Ist das irgendwie, ist das vielleicht ein kleiner Lichtblick, wo du selber denkst, okay, es gibt noch mehr Menschen und es ist, die aufklären und die dir auch da beistehen, falls irgendwas sein sollte? Ja, das hilft halt schon echt. Ja. Aber halt im ich sag mal, wahren Leben, weiß man eigentlich schon, dass ein paar Leute immer mehr Epilepsie bekommen. Es wird halt nicht drüber gesprochen. Was würdest du dir wünschen? Also inwiefern würdest du dir wünschen, dass dann noch mehr passiert? Was hättest du da im Kopf? Wie kann man das ganze Thema noch besser ansprechen? Ich sag mal, besser ansprechen, aber halt, wäre halt... ich sag mal, Personen des öffentlichen Lebens oder so. Wie immer, da gibt es auch ein paar Prominente, die das auch haben. Ein oder andere hat es mal angerissen, aber wie ich drüber gesprochen habe, hat er dann auch nicht. Ich wünsche mir ja mal, dass das dann, keine Ahnung, in ein paar Jahren mal so weit ist wie heute mit den Depressionen. Dass das immer mehr Thema ist, dass das nicht ins Lächerliche gezogen wird. Ist das so? Also wird Epilepsie noch extrem ins Lächerliche gezogen? Ja, ins Lächerliche würde ich nicht sagen, aber es wird halt nicht so wie ich ernst genommen. Abgewunken, ja. Wie hoch, also gibt es eine Prozentzahl, die man sagen kann, so wie viele Prozent der Menschen Epilepsie haben? Oh, da müsst ihr jetzt lügen. Ich würde mal schätzen, so 5 bis 10. Wird schon sein. Dass es ja auch so viele Arten von Epilepsie gibt, ist halt immer unterschiedlich. Ja. AC schreibt, Erste-Hilfe-Kurse wären super. So viele Leute, die mich schon gefragt haben, wie die sich verhalten müssen, wenn man einen Anfall hat. Das stimmt. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich die... AC, kannst du vielleicht nochmal in den Chat schreiben, was man genau machen soll, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat? Weil ich würde das gerne als Command einbinden, wenn das okay für dich ist. Ich würde das, genau, perfekt, dankeschön. Ich kopiere mir das einfach und bastle das einfach bei uns im Stream als Command ein. Und wenn jemand eine Frage hat, irgendwann mal, und sollte hier reinkommen, und wir sprechen vielleicht gerade nicht über das Thema, aber das Thema kommt auf, dann können wir das dementsprechend so reinmachen. Copy, paste, wohin? Perfekt, danke. Erste Hilfe wäre mega gut. Chat, wer von euch weiß oder hatte schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs? Also ich hatte einen, aber das ist schon Jahre her. Also stabile Seitenlage würde ich noch hinkriegen, glaube ich, aber okay, zweimal jährlich, das finde ich gut. Okay, ein paar hatten schon Erste-Hilfe-Kurs. Wenn ihr noch keinen hattet, warum habt ihr noch keinen gemacht? Jeder, der einen Führerschein hat? Ja gut, ich habe zum Beispiel keinen. Ich habe extra einen für Säuglinge. Ui, okay. Boah, halt bei Führerschein war es halt nur am Anfang, ne? Wenn du halt mit dem Führerschein anfängst danach. Ja. Das ist halt in der Regel, machst ja keinen Auffrischungskurs. Also. Genau, das ist es nämlich. Da wurde nichts davon angesprochen. Okay. Daniel vor 4 Wochen, okay.
Ausbildung zum Ersthelfer. Ja, perfekt. Zum Thema, wie viele Leute Epilepsie haben, schreibt AC. Man geht davon aus, dass 0,5 bis 1% der Bevölkerung an einer Epilepsie leiden. Die sogenannte Prävalenz. Das wären dann in Deutschland circa 400 bis 600.000 Menschen. Wahnsinn. Auch schon mal eine Hausnummer, ne? Ich wollte gerade sagen, und das dann nicht in einem ja, Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel mit anzugeben. Ich meine, wenn man jetzt auf alle, also gerade diese Erste-Hilfe-Kurse, ne, da müssen wir uns nicht drüber, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die werden halt meistens abgefertigt wie im Fließband. Eben. Da auf alles irgendwie einzugehen, ist vielleicht auch nicht unbedingt immer machbar, finde ich aber nicht richtig. Also da wird halt auch Geld mit für gemacht. Ich weiß gar nicht, was kostet so ein Erste-Hilfe-Kurs. Die kosten ja auch ein bisschen was. So, und die werden dann halt einfach abgefertigt, wie am Fließband. Man sollte viel, viel mehr darauf eingehen. Also auch generell Epilepsie oder Anfälle, epileptische Anfälle sind halt auch was, was einem begegnen kann auf der Straße, im Alltag. Genau, und auch was Schlaganfälle angeht. Zum Beispiel. Da wissen die meisten auch nicht, was sie genau tun sollten. Ja. X-mal bei der Bundeswehr, sehr gut, ja. Okay. Okay. Ich glaube halt einfach, wenn es da viel mehr Aufklärung gäbe, würde auch diese Berührungsängste, von denen du auch gesprochen hast, auch bezüglich deiner Freunde, die dann sich abgewandt haben, wo halt auch viel Angst war aufgrund von Unwissenheit. Ich denke, da würde man ganz, ganz viel mit helfen können. In der Schule könnte man Projektwoche machen, ja, auf jeden Fall, klar. Zumindest mal einen Vortrag halten. Ja. Auch mal was. Alessandra-san schreibt noch, wenn der Anfall begonnen, guck mal, wenn wir jetzt einen Command hätten, dann könnte man den jetzt reinpacken, aber ich habe es gerade kopiert, deswegen kann ich es nochmal einfügen. Boden freiräumen, Kopf versuchen zu polstern, nicht festhalten, auf gar keinen Fall in Richtung Mund greifen und nach dem Anfall eine stabile Seitenlage legen. Alessandra-san, ich werde da einen Command drüber einbauen, dass man das direkt halt vor hat, so, also vor Augen hat, wenn sich jemand dafür hier interessiert. Ich finde, Aufklärung ist eine sehr wichtige Sache und da können wir hier auch mit anfangen, auch wenn ich jetzt selber keine Epilepsie habe, aber wir können da ein bisschen Aufmerksamkeit für schaffen. Ja, was würdest du denn Menschen raten, die auch Epilepsie haben, die vielleicht auch gerade erst die Diagnose bekommen haben? Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen? Also ich will den raten, aus der Sicht von heute, Mhm. dass nicht versuchen, alleine damit klarzukommen. Entweder vernünftig mit Freunden darüber zu reden oder der Familie oder wer gerade da ist. Und wenn es halt nicht der Fall ist, wenn man halt nur einen beschränkten Freundeskreis hat oder Familie gar nicht, eventuell auch Psychologen oder Psychotherapeuten aufsuchen. Sehe ich Ja. aus dem Stand von heute, ich das machen sollen, müssen. Das hätte mir wahrscheinlich mehr geholfen. Was ich allerdings jetzt nachhole. Ja. Ich mittlerweile wieder so in dem Muster bin wie vor 12 Jahren. Da wollte ich jetzt nicht nochmal hin. Deswegen habe ich jetzt schon. Überweisung habe ich schon li hier liegen. Dann halt noch einen Therapeuten finden. Ja. Corona hat mir jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt muss ich halt warten, bis er vorbei ist. Und Aber das dann wird. mal gucken, dass ich zeitlich einen Platz finde. Der erste Weg ist ja tatsächlich, sich wirklich Hilfe zu holen, also loszugehen und zu sagen, okay, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine, ich schaffe es nicht. Es ist auch vollkommen in Ordnung und dafür braucht man sich auch überhaupt nicht schämen. Sich dann professionelle Hilfe zu suchen, ist wirklich einfach ein sehr, sehr guter Weg. Und niemand muss sein Rucksäckchen alleine tragen. Das ist ganz, ganz klar. Aber halt der erste Schritt ist auch schon gefühlt ein Mount Everest. So Ja. der Schritt dann zu Hausärzten und dann zu sagen, was los ist, das ist halt schon nicht einfach. Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber ich kann euch was sagen. Es wird tatsächlich leichter. Der erste Schritt, und das ist erwiesen, der erste Schritt aus quasi seiner Komfortzone raus, über den Tellerrand drüber, der
Da verbrauchen wir 80% unserer Energie. Und alle anderen Schritte, die danach kommen, die sind deutlich, deutlich leichter. Es ist so. Ich weiß es, Chat, ich weiß es. Ja, wow. Ich habe heute super viel dazugelernt. Und im Venti, ich wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut, auf jeden Fall. Ich habe heute super viel dazugelernt. Wenn ich es irgendwie kann, also auch nicht nur an dich, Jan, sondern auch an AC, wenn ich es irgendwie da auch unterstützen kann, das noch weiter quasi ja, zu spreaden, den Talk beziehungsweise das Thema an sich noch weiter weiterzugeben, dann lasst es mich ruhig wissen. Ich finde es schon eine coole Sache, dass man auch mal darüber nachdenkt, sowas als Vortrag oder sowas zu halten. Vielleicht geballt. Ich muss mir da noch mal ein paar Gedanken zu machen. Aber auf jeden Fall. Also ich bin da. Hallo Chaos Fog, Moini. Ja, Ich dann nochmal, vielleicht ja. ich dann nochmal einen Talk machen, dann vielleicht mit AC dabei oder noch ein paar andere Leute. Ich wollte gerade sagen, das kann man halt auch noch mal machen, so ein bisschen geballten Talk oder so. Das wollte ich ja sowieso noch mal machen, dass wir ein paar Gesprächsrunden haben, wo auch mehrere Leute dabei sind. Das bedarf aber immer etwas mehr Planung. Und Chat, wie ihr wisst, April ist voll. Und auch noch Live for Live kommt auch noch. Halleluja, was für ein krasser Monat. Würde auch mitmachen, sehr cool. Ja. Also da können wir auf jeden Fall mal was starten. Und wie gesagt, als Command baue ich das super gerne ein. Ich fand es total toll übrigens, AC, dass du heute da warst und den Jan auch so ein bisschen unterstützt hast hier und den Chat da auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden hast. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Talk. Ich habe super viel dazugelernt und ich hoffe, ganz, ganz viele andere auch. Ich würde das YouTube, ach, das Video gerne auch auf YouTube hochladen, wenn das okay für dich ist. Kannst du gerne machen, ja. Perfekt. Dann haben wir da vielleicht auch noch ein paar Leute, die wir damit erreichen können. Jan, du wolltest auch irgendwann noch mal anfangen zu streamen, richtig? Ah, das wollte ich auch machen, aber Ja, halt uns da mal ein bisschen auf dem Laufenden. ja, das mache ich. Sehr cool. Andy Mensch schreibt, vielen Dank, Jan und Aki, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Wenn noch Fragen sind, dann Jan, bist du dafür oder bist du einverstanden, wenn die Leute dich dann noch auf Discord anschreiben? Ja, klar. Ah, perfekt. Also wenn ihr noch weitere Fragen habt, Jan ist für euch auf jeden Fall im Discord erreichbar. Sehr, sehr gerne. Ich fand es auch super interessant. Es hat mir auch, wie gesagt, ich habe super viel gelernt und muss mir echt noch mal ein paar Gedanken machen. Ich war sowieso so oder so schon mal am Überlegen, ob man nicht so Vorträge an Schulen halten könnte, da ich ja echt super viele Leute inzwischen interviewen durfte und sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viele tolle Leute auch kennenlernen durfte. Ja, mal schauen, was da so auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall großartig. Und damit würde ich sagen, Chat, heute ein bisschen kürzerer Talk. Ich hoffe, es ist okay. Wir sehen uns auf jeden Fall am Dienstag wieder. Und Dienstag wird echt wild. Wieder mal. Das liegt aber daran, dass wahrscheinlich die neue Gitarre da sein wird. Und wenn alles gut geht, den Community-Song ich auch noch raushauen werde. Ihr Lieben, es war ein total schöner Abend. Vielen Dank dafür. Dankeschön für eure krasse Unterstützung auch heute wieder. Liebe geht raus an euch alle. Danke, Jan, für die wahren Worte, für die Ehrlichkeit und dafür, dass du uns heute sehr, sehr viel beigebracht hast über Epilepsie. Ja, gerne. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt so, dass ich helfen könnte. Das war auch Sinn und Zweck der Sache. Das sehe ich auch so. Alles klar, ihr Lieben. Schausen, bis Dienstag. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut in die neue Woche. Lasst euch nicht ärgern. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und das ist nicht allzu viel. Aber passt auf euch auf. Knutschis gehen raus. Bis Dienstag. Und tschüss. Ciao. Tschüss.